Grüezi, Leute. Ich begrüße euch zurück zu einem neuen Part von Calling. Ja, Leute, wir spielen Shirei Makoto und wir sind wieder in der Schule des Todes. Ja, im letzten Part haben wir die Schule betreten und ich habe noch schnell ein kleines Extra geholt. Und jetzt wollen wir damit beginnen, die Schule nochmal zu erkunden, obwohl ich glaube, dass das völlig sinnlos ist, da wir ja eine E-Mail bekommen haben, die besagt, dass wir wieder in diesen Raum mit diesen Statuen müssen, wo die Gipsstatuen sind. Wenn ihr euch erinnern könnt, am Anfang der Folge. Und jetzt lassen wir die Klassenräume mal aus. Und werden in die Extra-Räume gehen, also die Kunst, Musik und hast du nicht gesehen, wie sie alle hießen. Und wir sind in der richtigen. Zum Glück ist der ja nicht so laut. Ah, das ist der Computerraum. Ja, der ist natürlich zu, oder? Ja, genau. Okay, der ist zu. Okay, dann wollen wir nochmal auf die Karte. Dann gehen wir jetzt nochmal in den Raum. Ich bin mir zwar jetzt nicht gerade sicher, ob das auch ein Klassenzimmer ist, aber wir werden einfach mal schauen. Und wir laufen natürlich, auch wenn es so klingt, als ob der Kerl Stöckelschuhe anhat. Ja, mal gucken. Wir werden auf jeden Fall... wo bin ich denn jetzt? Ah, genau. Okay, wir sind hier. Okay, gucken wir auf jeden Fall mal. So. Wir müssen auch hier... Jawohl, genau. Okay. Manometer, ey. Das hätten sie ruhig ein bisschen leiser machen können, oder? Zack, okay. Bam. Oh, es ist auch ein Klassenzimmer, okay. Hey! Na toll. So, okay, was bist du? Ein Heft, was ich nicht anmalen kann, okay. So, was ist denn hier? Bücher, Hefte. Da ist wieder dieser ekelhafte Tisch, wo böse Dinge gekritzelt. Ob das so richtig übersetzt ist, frage ich mich ja. Weil das sieht mir eher creepy aus und nicht, als hätte da einfach jemand nur mal, du bist ein Arsch drauf gekrickelt oder so. Aber gut, lassen wir das. Na gut. Wow. Dann war das jetzt völlig umsonst. Na gut, dann werden wir jetzt runtergehen. Ja, in die erste Etage. Nein, ich kann ja nicht rein, oder? Nope. Kann ich nicht. Okay, dann wollen wir in die erste Etage. Ach halt, wir können auch nach oben. Dann gehen wir erstmal in die dritte Etage. Dann wollen wir erstmal in die dritte Etage. Mal gucken, was da ist. Zack. Ah, die Tür ist zu. Das ist ja... hervorragend. Na gut. Dann lassen wir das und gehen doch wieder in die erste Etage. Na gut. Okay, ja, na los. Na los. Meine Güte. So. Oh Gott. Habe ich schon mal gesagt, dass der sehr laut ist? Ich glaube ja. So, Ladescreen. Huhu. Okay. Na los. Okay, so. Bang. Erster. Da ist eine Speicherkatze. Da ist ein unerforschter Bereich. Dann gehen wir mal nach rechts. Oh, oh toll. Okay. Oh, shit. Okay. Okay. Du müsstest jetzt runterfallen? Nein, okay. Ah. Notizbuch Nummer 5.
Dann der Tod dreier Mädchen an der Chaussee-Schule vor einem Monat. Es hat viel Aufsehen erregt, als drei Schüler derselben Schule alle gleichzeitig starben. Die drei Mädchen standen an der Schule in dem Ruf, viele Probleme zu verursachen. Sie wurden nach der Schule bewusstlos im Computerlabor entdeckt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht, starben aber alle nur wenige Stunden später. Sie wurden von einem jüngeren Schüler gefunden, der im Computerlabor Nachforschungen für sein Geschichtsreferat anstellen wollte. Okay, was passiert jetzt? Yurei kato omoikiya, ikite iru ojousan no toujou to wa. Diese Szene kennen wir. Der mnemonische Abgrund abgeschlossen. Uhuhu. Wir können speichern. Na, dann wollen wir das tun. Okay. Mal gucken, was passiert. Neues Kapitel. Das Erwachen. Oh, und wir spielen wieder Kakugarin. Okay. Irgendwie. Okay. Moment. Wieso sind wir jetzt im Erwachen? Das ist doch jetzt wieder der Anfang. Willst du mich verarschen? Okay, du willst mich offensichtlich verarschen. Na gut, Leute, ich würde mal sagen, jetzt geht's wieder von vorne los, weil hier sind wir ja auch als allererstes aufgewacht, als wir das Spiel begonnen haben. Und das liegt auch daran, dass wir keine Lampe haben, wir haben kein Telefon und es ist einfach nur dunkel. Okay, das hatte ich ehrlich gesagt vergessen. Weil jetzt können wir es nochmal spielen. Genau, jetzt kommt das Telefon. Wow, es ist gerade laut. Ja, genau. Okay, ja Leute, ich würde sagen, das ist jetzt wieder der Anfang. Oder? Ja. Ja, okay, okay, Leute, ich würde sagen, das war's mit Calling. Das ist jetzt auch ein bisschen unerwartet, muss ich gestehen.
Das heißt, wir gehen mal auf Optionen. Nein, 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 das wollen wir nicht. Ich würde jetzt eigentlich gerne ins Hauptmenü, wenn es geht. Okay, dann gehen wir ins Hauptmenü, starten das Spiel nochmal neu und gucken uns die ganzen Kärtchen an, die ich gesammelt habe, weil so viel Zeit ist noch, wir haben erst 10 Minuten verbraucht. Ja. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen blöd, das hatte ich total vergessen. Dass einfach nach dem Kapitel, ja, gleich wieder in den Anfang übergeht, was ich ziemlich blöd finde, ehrlich gesagt. Ich habe das natürlich da drüber abgespeichert, das heißt, ich wollte eigentlich noch ein anderes Kärtchen holen, weil mir fehlt jetzt noch eins, was ich mit Makoto holen wollte. Das ist jetzt natürlich blöd, aber gut, kann man nichts machen, das kann man nichts machen, ja. Na gut, Leute, dann werden wir uns jetzt noch schnell die Extras angucken. Rüsime habe ich ja gegeben. Wir gehen mal in die Galerie und gucken da mal. So, Mobiltelefon. Okay. Das sind die an... Okay. Du hast dir diesen Anruf nicht angehört. Oh, ich habe ein Anrufprotokoll übersehen. Zwei sogar. Okay. Okay, mal schauen, wie viele ich hier übersehen habe. Wow, 4, 5, 6, 7. Wow. Okay. Ich habe doch aber Sados Memo Nummer 5 gesehen. Ach nee, das war das Notizbuch. Okay. Da fehlt mir aber eine Menge. Makos Karte, Gin, Yoshis Karte, Telefonnummer, Memo. Wow. Okay. Ja, okay. Es fehlt mir eine Menge. Filme, gucken wir mal da rein. Prolog, Shin. Die müsste ich aber eigentlich alle haben. Chio. Genau, Erinnerungen. Gesperrte Erinnerungen. Vergebliche Gebiete. Gebete. Unverzeihen, Epilog. Makoto wacht auf. Transport. Gestohlene, jawohl. Oh, nee. Oh Gott. Aber gut. Ja, Charaktere. Filme. Bonusbilder. Gucken wir mal. Habe ich die alle nicht freigeschaltet? Nee, anscheinend nicht. Keines der Bonusbilder, was immer das auch ist. Dabei habe ich doch aber ein paar japanische Zeichen fotografiert, aber offensichtlich waren die das nicht. Okay, wer mir sagen kann, wie man Bonusbilder freischaltet, kann das gerne tun. Passwort. Was ist Passwort? Ah, das sind die ganzen Dinger, die ich gekriegt habe. Mir fehlen also quasi... Fünf? Tatsächlich, mir fehlen fünf Nummern, fünf Kärtchen. Eine wollte ich eigentlich noch holen, die habe ich verpasst jetzt, weil ich nicht wusste, dass es sofort wieder losgeht. Na gut, ja, na gut, Leute, habe ich halt fünf Nummern verpasst. Das war's von mir. Das war Calling. Ich bedanke mich, dass ihr bei diesem Let's Play dabei wart, dass ihr mich mit mir gegruselt habt zusammen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und da kann ich mal sehen, wie viele Charaktere ich nicht habe. Na gut, okay. Leute, das war's von mir. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten LP. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.